Und das Let's Play läuft auch wieder weiter. Und eigentlich, von da habe ich auch so viel Feuerstein, groben Feuerstein. Könnten wir hier eigentlich schon mal anfangen, den Boden vielleicht sogar zu machen? Warte mal. Ich glaube, ich mache das einfach so. Weil ich finde den Feuerstein als Boden, als Straße eigentlich am schönsten. Wenn man das wirklich für eine Straße verwendet. Wir haben ja zum Glück mehr als genug. Wir können da damit richtig verschwenderisch eigentlich sein. Und da wird noch einiges kommen. Das sage ich mal so an Feuersteinboden. Wird noch ein so. Ich für den Anfang da, ich gehe noch da hinten hin. Ein bisschen, ein paar Meter. Ich würde sagen, vielleicht noch bis hier hin. Und dann, ich will auch schauen, dass ich hier vielleicht sowas wie eine Kanalisation auch noch hinkriege. Irgendwann. So eine Kanalisation hätte auch auf jeden Fall was. Ich würde dann sagen, vielleicht würde es hier so eine Art Marktplatz irgendwie Sinn machen oder sowas, irgendwie, keine Ahnung, vom Aufbau her, dass man hier vielleicht so ein paar kleine Hütten hinmacht, so Marktstände meine ich eher. So, das Ding, das kleine Ding muss weg. So. Das wird auch noch lustig, hier zu entfernen, das alles. Ich muss das mit dem Kleinen wirklich machen. Das ist so ein. So eine räudige Arbeit eigentlich hier mit den ganzen kleinen Pixeln hier. Die überhaupt richtig zu treffen. Da war's. So. Obwohl, warte mal. Macht doch mehr Sinn. Und geht viel, viel schneller.
So, und ja, von da, also von der anderen Welt, da hatten wir ja auch alles jetzt doppelt bekommen hier quasi. Das wird ja auch ein bisschen anders sogar verteilt, dass man vielleicht sogar auch alles nochmal ein bisschen mehr bekommt. Dass man quasi einen Kessel für alles jeweils hat. So, hier muss ich jetzt einmal wechseln. Gegrilltes Wolfsfleisch. So, und das will ich jetzt noch mal ein bisschen weiter ausbauen, beziehungsweise was genau wollen wir oben jetzt noch mal machen, außer jetzt von dekorieren? Hier glaube ich in dem Bereich nichts. Hier bräuchten wir ja noch so eine Art Zaun. Ich glaube, den können wir auch wieder einpacken. Oben brauchen wir ja nichts mehr zu machen. Also außenrum oben, meine ich. Hier glaube ich nur noch ein paar Räume, würde ich sagen. Nee, ich glaube, das machen wir hier. Jetzt nur die Frage, wie hoch machen wir das mit den Wänden? Und sieht man das dann draußen? Ich gehe mal kurz nach draußen und gucke mir das mal genauer an. Jetzt will er nicht mehr hoch. Wollte schon sagen. Es war auf der Seite. Man sieht das nicht. Okay, das ist super. Wenn man es nicht sieht. Und dann können wir bis ganz nach oben hin durchbauen. Die Wände. So, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, hier machen wir einfach direkt so. Und dann muss ich gucken, ich wollte hier auch irgendwo so ein Badezimmer machen. Passt das da oben? Habe ich das richtig gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich brauche gleich nochmal ein Geländer. Hier ist schon mal falsch. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt hier der Übergang. Ich glaube, ich packe hier wirklich mal so eins hin. Okay, das wird wohl nicht anders gehen.
So. Der war jetzt falsch. So, dann brauchen wir den jetzt auch nicht mehr hier. Dann sollen hier auch noch mal, ich würde sagen, vielleicht ein Zimmer und ein Badezimmer, glaube ich, hier hinkommen. Würde, glaube ich, Sinn machen, oder? Hier als Raum. Weil hier auch nur zwei Fenster sind. Genau, dann soll hier so eine Art, genau, ein großes Schlafzimmer sein, also für mehrere Gäste ein Zimmer. Unten sind, also eine Etage tiefer sind halt dann die privaten Räumlichkeiten für Privatpersonen. Oder eher besser gesagt die gehobenere Gesellschaft. Dann würde ich hier mit ein oder zwei Blöcken Abstand. Jetzt vielleicht mit zwei Blöcken Abstand machen. Und dann hier nochmal vier. Also zwei Blöcke von dem. Dann kommt hier der Eingang. Boah, Entschuldigung. So, ich hatte. Sorry, ich hab. Jetzt habe ich fast mein Glas hier umgeschüttet. Ich hatte gerade irgendwas im Hals. So, das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Das heißt, es muss eigentlich noch eins höher sein. Also 1, 2, 3, 4. Und ab hier fängt quasi die Tür an. Die Höhe. Türen sind ja immer 5 hoch. 4 breit und 5 hoch. So, der Nebel ist schon wieder hier. Unglaublich. Hä, was war das denn jetzt? So, dann würde ich ab hier nochmal zwei machen und dann wieder zwei in diese Richtung. Damit es wieder, dass hier einfach nur so eine Einbuchtung ist. Dann soll das bis, sagen wir, hierhin gehen. So in etwa. Und dann soll hier das Badezimmer hinkommen. Dann machen wir leicht so. Dann hier 1, 2, 3, 4. So ein großes Badezimmer werden. Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen falsch wegen dem Fenster. Keine gute Idee, was ich hier vorhabe.
So, jetzt kann ich eine größere nehmen zum Abreißen. Hier wäre dann vielleicht eine bessere Idee. Wenn ich jetzt erkennen könnte, wo das unten endet. War das richtig? Ich glaube schon, dass das jetzt richtig war. Ich hoffe es zumindest. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4. Perfekt. Dann geht das hier ins Badezimmer. Und hier packen wir Badewanne, Dusche und so weiter alles rein. Ist jetzt nur die Frage. Ich glaube, ich werde hier wieder so ein Gerüst brauchen. Damit ich hier oben auch nochmal die Wände hochziehen kann. Ich fange mal hier hinten an. Ich habe da irgendwo was falsch gemacht. So. Ich glaube, ich muss erstmal hier das Ding auch fertig machen, die Wand. Damit ich hier ein bisschen weiter oben auch weiterlaufen kann. So. Habe ich Fackeln mit? Ich habe keine Fackeln, ne? Ich muss von unten die Fackeln nochmal wieder mitnehmen, hier die beiden. Und ich hoffe, mir wird nicht aus Versehen passieren, dass ich diese Fenster hier abreiße. So, den packe ich schon mal hier hin. Und den hier hin. Ich hoffe, das reicht, damit ich lang genug sehe. So. Perfekt. Hier vielleicht erstmal.
Will ich anfangen? Bis oben hin hinzuarbeiten? Ist aber auch richtige Fummelarbeit hier. War das jetzt richtig? Ich bin mir so oft unsicher, ob das jetzt richtig war, was ich hier gemacht habe. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich mache das einmal so. Zur Orientierung. Jetzt ist die Frage. Ah, okay. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. So, das heißt, ich kann hier jetzt dicht machen und hier dann dicht machen. So, und hier nochmal. Ich glaube aber hier oben werde ich das bei diesem Holz lassen, so von den, vom Dach. Nur unten dieses dicke Holz nehmen. So, die erste Wand, also beziehungsweise zweite Wand haben wir jetzt hier oben fertig. So, komme ich bis da nach oben ran? Beziehungsweise hier, das Ding fehlt noch. Müssen wir zuerst machen. Ich glaube... Nein, nicht abreißen. Ja, dann geh runter. Machen wir den wieder weg. So, der Bereich wird jetzt sehr dunkel sein, weil es wieder Nacht ist. So. So mache ich das von der Seite. Hier ist es auch heller. Viel, viel heller. So, dann fehlt uns nur noch eine andere Wand, die hier hinten.
So. Hätten wir das auch eigentlich bis dahin machen können? So wie da? Obwohl, das hätte dann weniger Charakter, finde ich. Ich finde, so hat es mehr Charakter. Und hier brauchen wir jetzt einen Fliesenboden. Ready? Hast du einen? Und Fliesenwände. Am besten so mit braunen Kacheln. Braunen Fliesen. Braune Fliesen. Hast du die? Fürs Badezimmer? Das wäre mir 20.000 Kanalpunkte wert, ja? Die würdest du bekommen von mir. Ich glaube, es ist sogar tatsächlich mit den Kanalpunkten über Umwege möglich, dass du welche bekommen könntest. Nee. So, die Wand hätten wir dann jetzt auch fertig, ne? So, wo haben wir meine Fackel? Wo ist die andere? Die ist da drin, ne? So, das ist dann quasi das Obergeschoss. Hier ist dann quasi Gemeinschaftszimmer. So, also nicht wirklich Gemeinschaftszimmer, sondern für mehrere Leute gleichzeitig, die hier schlafen können, pennen. Hier soll dann das Badezimmer werden, also das hier. Mit Dusche, Badewanne. Und Klo, muss ich mal überlegen, wo wir ein Klo hinpacken. Mitten auf dem Flur, glaube ich. Obwohl ein Badezimmer, dieses Badezimmer oben kann auch ein Klo haben, meinetwegen. Hier ist dann ein Schlafzimmer für eine Person. Hier zweites Schlafzimmer für eine Person. Hier ist das Gemeinschaftszimmer, wo man hier dann chillen kann, quasseln, hier auf den Balkon gehen. Hier kann man dann eine rauchen oder zwei oder alle. Und hier hätten wir dann später die Taverne. Ich muss gucken, wie ich das hier einbaue. Das Ding kann ich auch nicht abreißen. Ist gar nicht möglich, die Kerzen. Dass ich das vielleicht irgendwie entweder einbaue in irgendwas. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie versteckt bekomme. Obwohl, warte, das Klo ist hier. Hier ist das Klo. Aber irgendwie, das Ding muss ich loswerden. Beziehungsweise, warte mal. Ach, die Fackel brauche ich auch nicht mehr hier. Und hier wird dann quasi das Warenlager sein, wo ich das hier auch noch wegmachen muss. Also hier werden die Waren gelagert. Ich glaube, ich gehe mal erstmal pennen, bis es wieder hell ist. Ach, die Nacht ist schon so schnell wieder um, oder wie?
So, ich muss mal gucken. Ich will hier auch definitiv irgendwo noch eine Schmiede hinsetzen. Beziehungsweise, warte mal. Hier auf dem Boden liegt auch eigentlich noch viel Gerümpel rum, was eigentlich nicht da sein darf, sage ich jetzt mal. Diese Steinchen. Vielleicht muss ich die selber einmal abreißen. So. Und dann mit diesen Steinen hier wieder ersetzen. Was war das für ein Stein? Hier der grob geschnittene, meine ich. So. Dann muss ich das hier auch noch einmal wegmachen und... So. Ist zwar derselbe Stein, aber dann ist zumindest wieder der Schmutz, der da drauf lag, weg. So, eins. Eins noch? Warte, oder warte. Ach so. So, hier ist jetzt nicht aus Versehen zugebaut, oder? Nope, hier ist nicht zugebaut. Okay. Das gleiche müssen wir hier auch nochmal machen. Mit den ganzen Steinen. So, die nehmen wir wieder raus. Weil, guck mal, es ist schon ein Unterschied, wie es hier aussieht und wie es hier aussieht. Hier liegt Dreck rum und wächst Gras durch, hier nicht. Das ist dasselbe Stein, nur nochmal neu platziert. Und das ist das quasi von dem Vorgefertigten. Also was vorher schon da war. Das macht schon einen enorm starken Unterschied, finde ich. Ich glaube, hier muss ich aber wirklich... so machen. Mit abreißen. Damit es wie neu aussieht. So, das nehmen wir nochmal weg. Ist das die richtige Höhe? Nein. Ich glaube, das war die richtige Höhe. Ja, das war sie.
Oder wir hätten uns einfach daran orientieren können. Aber ich freue mich schon, sobald es Gardinen gibt oder sowas. Oder Jalousie. Ich hasse dieses Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jalousien, glaube ich. Wird das richtig ausgesprochen? Oder so ähnlich. Ich kann das einfach nicht aussprechen. Das ist Zungenbrecher für mich. So. Und hier nochmal das gleiche. So, dann fange ich hier nochmal an. Und mach das hier schon mal weg. Ich darf mich jetzt hier nicht aus Versehen desorientieren. Sorry. So. Kann ich die beiden jetzt, also die beiden Reihen nochmal wegmachen, komplett. So. Also ich finde, es macht schon einen Unterschied. Sieht sauberer aus. So, bitte den Rating aufnehmen. Ja. Hier draußen würde ich das mit dem Gras behalten, also wo ein bisschen Gras rauswächst. Und da, wo die Steine rausgucken, eher weniger. Da muss ich mal schauen, wie ich das genau mache. Dann, aber das zählt dann auch schon ein bisschen so als Deko. So, hier die Erde muss aber auch weg. Jetzt hier einmal fertig machen. Ich glaube, die Treppe muss ich auch einmal kommen, also diese hier einmal reparieren, weil oder? Oder doch nicht. Ich glaube, Treppe brauche ich nicht. Die sehen alle, die sehen immer so aus.
Ich glaube, Treppe macht keinen Unterschied. Diese Stufen. Es sei denn, ich ersetze die jetzt gegen die Holzplanken da. Ich glaube, hier kann ich direkt so machen. Hier ist ja nichts drunter. So. Okay, ging es runterfallen, konnte ich nichts mehr machen. Hier muss ich noch einzeln machen. Wo, warte mal, haben wir hier denselben? Genau, da haben wir den. Obwohl, ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen zu... Hier kann ich dann so machen. So, es sieht sauber aus. Als wird hier auch regelmäßig durchgefegt und so. Ordentlich gemacht, sauber. Hier muss ich dann... die Bereiche einmal entfernen. So, der Stein ist weg. Ich glaube, hier ist was anderes im Weg. Kann das sein? Liegt das vielleicht an dem hier? Ne, der hier kommt immer wieder. Okay. Was ist mit dem? Oder hat das ein an sich mit dem Baustein hier zu tun? Dass genau der wiederkommt? Okay, hier wird schwierig, an den Stein ranzukommen. Okay, hier muss ich... Ah, okay, die hängen zusammen. Okay, wenigstens das eine. Jo, willkommen zurück, Hel. Ich bin gerade dabei, hier diese kleinen Steinchen hier zu entfernen, die da rumliegen. Damit nur das Gras hier bleibt. Warum auch immer das eine hier aber nicht weg will. Ich will jetzt nur das durchhängende Gras hier haben. Steinchen will ich jetzt nicht haben. Also diese Steinchen. Damit du weißt, was ich meine. Und nur die Wiese will ich behalten. Also Wiese.
Also nicht die Wiese, sondern das Gras, das da raushängt. Zählt auch als eine Art Deko. Kann mir keiner was sagen. Wenn Brokkoli. Genau, Brokkoli. Kann man hier zwischen den Steinen rausrupfen und dann rauchen? Ich glaube, das Ding will mich hier verarschen, kann das sein? Okay, jetzt ist es weg. Der hier aber nicht. Warum will der jetzt nicht weg? Okay, jetzt ist er weg. Aber warte mal da. Man erkennt da schon was drunter. Und jetzt ist das Gras weg. Der Brokkoli, Entschuldigung, Brokkoli. Ich glaube, das hängt schon mit dem, was ein bisschen in einem anderen Blau da leuchtet. Hängt schon damit zusammen. Wir jetzt wieder große machen. Da ist ein helleres Blau, beziehungsweise ein weniger transparentes Blau. Vielleicht ist das einfach nicht entfernte Erde, die hier durch den Dingsblock hier noch durchscheint. Okay, der Stein ist weg, aber das Gras ist noch da. So, jetzt müsste das doch weg sein, oder? Bitte. Ja, jetzt ist das Ding weg. Und jetzt noch hier eben. Okay, da komme ich nicht ran, wo ich die Säule hier behalten will. Aber ich finde, so sieht das wirklich schon mal deutlich besser aus. Die Steine liegen nicht mehr rum, hier, außer hier jetzt noch ein paar. Warum auch immer die hier bleiben. So sieht wirklich, finde ich, viel hübscher aus, wenn sowas hier ein bisschen rausguckt. Hier muss ich das aber noch wegmachen. Und hier auch das nochmal weg.
So, wie sieht's hier aus? Ich nehme das mal mit. Und würde das dann vielleicht schon mal anfangen, da drinnen reinzupacken. Dann haben die hier zumindest schon mal eine Kochstelle in der Taverne. Ich würde aber als allererstes mit Lichtern anfangen. Was brauchen wir für, beziehungsweise was kriegen wir hier für Lichter, Leuchtquellen von ihm? Lichtquellen. Der wäre ein bisschen zu teuer, finde ich, für mich. Schrottfeuerstelle? Nee. Glühwürmchen-Kronleuchter? Komfort plus 4 gibt das Ding. Dino Komfort plus 1. Der hier sogar Komfort plus 2. Oder warte, ich fange. Steindoppeltür. Kupferdoppeltür. Kupfertür. Polierte Holzdoppeltür. Also Holzscheite, Nägel, Teer. Holzscheite. Was? Nee, das war da hinten. So, ich nehme mal so einen Stapel mit. Ich würde vielleicht mal die anderen Sachen erstmal wieder einlagern. So. Und hier den anderen Rest. So, Nägel müssten wir hier haben. Und Teer. Haben wir Teer? Ist das Teer oder ist das Feuerstein? Das ist Feuerstein. Das ist der Fred. Fred Feuerstein. Haben wir hier kein Teer? Oder habe ich das noch nicht einsortiert? Ne, das sind Lebensmittel. Hier ist alles Lebensmittel. Hä, wo habe ich die hingetan? Ansonsten muss ich gleich mal Teer herstellen. Achso, hier haben wir diese Pilze. Pack ich den auch mal. Ah ja, und vielleicht kann ich auch mal einlagern, was ich nicht brauche. Ich glaube, ich habe keine Teerkiste, kann das sein? Doch, hier! So, okay, dann... Türen. So. 1, 2, 3, 4, 5, sagen wir mal. Dann machen wir... Ich würde sagen, eine Doppeltür machen wir. Wieso ist mein Holz da unten? Dann machen wir hier eine Doppeltür draus.
schon ein bisschen hoch. Hier wächst Brokkoli raus, Freddy. Das ist das. Das ist damit gemeint. Warte mal, wie groß ist denn die Tür? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 7 groß. Ach, hoch. Okay. Genau. Genau, Freddy, metaphorischer Brokkoli. Warte mal. Ist das vielleicht so? Ich glaube, ich habe verstanden. Ich mache die mal nach außen. Wenn ich jetzt... Ah, okay, ich kann... Wenn ich das jetzt nochmal abmache... Okay, da muss noch mal eine Seite weg, also noch eins breiter. Muss man ja erstmal verstehen, was man hier machen muss damit. Achso, ich hab... So. Toll. Verstehe die Doppeltür einfach nicht. Habe ich so das Gefühl. Jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe da jetzt was falsch gemacht. Aber das reicht dann irgendwie nicht bis ganz nach da hinten hin. Dann ist da irgendwie so eine Lücke. Hier, dann ist da eine Lücke. Das scheiß drauf, dann machen wir... Die Seiten einmal zu. Dann ragt es halt dann links und rechts ein bisschen raus, rein, meine ich. Dann ist es halt so. Wo ist meine Tür hin? Wo ist die jetzt da? Dann ist es halt so.
Ich sehe nichts. So. So, dann gieße ich mir mal endlich ein Glas Cola ein. Das wird aber auch für heute, glaube ich, dann reichen, meine ich. So. Und ich hoffe, ich werde es nicht auf die Tastatur verschütten. Denn aktuell, ich glaube, ich habe keine Ersatztastatur. Hab ich keine Fackeln? Glaube ich habe keine Fackeln. Aber egal, ich packe die dann mal hier runter. Okay, du hast deinen Algorithmus zerstört. Ich frag mich, wie hast du das bitte hingekriegt, ja? Dass du so komische Sachen da bekommst mittlerweile. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich hätte gerne eigentlich Türen mit so einem Holzrahmen. So. Will ich wissen, was du da aber genau angezeigt bekommst? Smoke! Danke für den Raid. Jo. Muss ich mal einen Shoutout machen. Ich habe das aber mit diesem Command noch nicht, mit dem SO. Weil dafür muss ich ja noch Streamerbot hier überhaupt erstmal fertig machen. So, einen Moment. So, Nintachi, hey, alles klar bei dir? So. Ich gebe dir auch mal gleich ein Follow, weil ich wusste jetzt nicht, dass du auch selber streamst. Wusste ich jetzt nicht. Wie geht's euch denn? So, wie ihr seht, ich habe hier eine Taverne übernommen und renoviert. So, sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Sorry, dass ich jetzt kurz Fortnite spiele bei dir. Hey, du hast Fortnite geschaut. Ich dachte, Fortnite ist gar nicht deins. So, aber das ist bisher jetzt die Hütte, die ich jetzt ein bisschen renoviert habe, ein bisschen ausgebaut. Aber ich hoffe, es hatte trotzdem Spaß gemacht. So. Und das ist trotzdem noch. Ach, das war heute Mittag, okay. Ja, ich hätte auch früher streamen gewollt, aber mein PC war noch mit Rendern beschäftigt. So 5 Videos parallel am Rendern. So, aber das ist bisher die Hütte, die ich gemacht habe. Und das ist quasi auch noch der eine Schuppen, der hier quasi übernommen wurde von mir. Aus dem hier werde ich noch eine Kirche bauen, wo man
den einzig wahren Gott in dieser Welt hier anbeten darf. Und das bin natürlich ich. Alle anderen werden verbannt oder was weiß ich, überlege ich mir noch was? So, aber Smoke, ich werde definitiv bei dir auch nochmal reinschauen. So, was wollte ich jetzt aber eigentlich machen? Ich glaube, ich wollte noch ein paar Türen machen und schauen, dass ich irgendwie vielleicht jetzt auch schon mit der Deko anfange. Ich hätte gern eigentlich so eine Tür, so wirklich, wo auch ein Holzrahmen ist. Weil wenn ich den jetzt abbaue, dann ist er weg. So. Oh. Die hatte ich. Die hatte ich für oben. Aber gut, dann oben kann ich die Türen wieder abreißen, also abbauen und dann hier unten hinsetzen. Für oben wollte ich auf jeden Fall diese mit einem Holzrahmen haben. So, wo sind die Türen denn? Da. Ach, da oben habe ich noch die Fackeln. Ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, wir haben, Smoke, wir haben alle mal Tage, wo wir ein bisschen salty drauf sind. Das ist, glaube ich, normal. Wir haben alle solche Tage. So, okay. Jetzt brauche ich aber Schrott für die Holztür. Ach, da oben. Ich glaube, oben brauche ich aber noch mal deutlich mehr. Ich habe keine Nägel mehr, verdammt. Also nur noch, ich kann nur eine machen. So, versuche ich noch einmal. Wieder 5. Das müsste, glaube ich, für oben dann reichen. Ansonsten im schlimmsten Fall muss ich gleich irgendwie noch irgendwas sammeln gehen. Aber ich finde, so eine Holztür mit Holzrahmen macht hier schon deutlich mehr was aus. So. Und ich glaube, oben brauchen wir dann nur noch 2 von den Dingern. Eins und 2, ja. Hier brauchen wir nur noch 2. Hier will ich das eigentlich so lassen. Wohl. Ne, ich lasse das so. Hier oben soll gar nichts sein. Aber 2 Türen kriegen wir noch hin. Da müssen wir nur noch ein paar Nägel machen. So. Warte mal. Ich muss auch die Fackeln mal oben wieder platzieren, damit ich sehen kann. So, aber Nintachi, Smoke, wie geht's euch? Sorry, dass ich jetzt ein bisschen zu sehr hier abgedriftet bin. Wie geht's euch denn so? Was,
Was war bei euch so eigentlich die Tage los? Ich war jetzt auch letztens eher selten, zumindest bei Umut da. Wozu habe ich jetzt die Fackeln hier platziert? Kann ich doch sehen. Ich war jetzt halt ein bisschen weniger da, seltener da. Weil ich bin ja ab übermorgen für 2 Wochen ja weg. Genau, hier war der einzige Raum, wo es dunkel ist. So, aber jetzt haben wir Türen fertig. Jetzt kurz überlegen. Hier brauchen wir definitiv eine Fackel. Hier sieht man gar nichts. Hier haben wir kein Fenster, gar nichts. Während hier noch einigermaßen beleuchtet ist. Ich glaube, daran lag es. Ich würde sagen, so, das würde gut aussehen, oder? Dann hier auch nochmal. Dann packen wir den hier weg. Hier könnte man auch so eine Fackel einfach hinsetzen. Hätte sogar was, finde ich. Und dann die Fackel tauscht auch die Position. Siebeneinhalb Stunden war es leid. Das ist schon auf jeden Fall ordentliche Zeit. Ich wünschte, ich würde mal auch auf solche Zeiten wiederkommen. Obwohl, heute sind wir auch schon eigentlich bei 5 Stunden. Ich hab in letzter Zeit eher relativ kurze Streams gehabt, muss ich sagen. So, jetzt will ich aber ein Bett bauen hier für Gäste. Hier Nägel, Holzbretter, getrocknetes Fell, Stofffetzen, Pflanzenfaser, Garn und Hartholz. Heute 12 Stunden Stream. Wäre schön, wenn ich das schaffen könnte. Aber ich muss noch Sachen packen und noch ein paar Kleinigkeiten noch so erledigen, damit auch von allem anderen hier für YouTube und so noch genug Videos da sind. Denn ich bin ja noch auf YouTube noch gar kein Partner oder sowas. Ich habe da noch keinen besseren Encoder für. Jetzt habe ich nicht gemerkt, was er haben wollte für das Ding, für das Bett. So, Nägel haben wir nicht. Holzbretter. Endlich mal in Ruhe 7,5 Stunden zocken, geht leider nicht immer. Das stimmt. Das stimmt leider. Es ist so oft so, dass man irgendwie einfach nicht in Ruhe zocken kann. Vor allem, ja, Internetverbindung macht da oft Probleme. So, ich teile das mal. Ich nehme das. Was braucht ihr noch? Nägel. War das, glaube ich, Pflanzenfasern? Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was ich alles bräuchte. Verdammt! Alzheimer meldet sich schon bei mir. Die Dinger haben wir gebraucht. Ein paar. Das nicht. Getrocknetes Fell aber. Hier. Garn hat man gebraucht. Aber auch nicht so viel, glaube ich. Ich glaube auch, dass ich alt werde. Noch ein paar Jährchen und ich bin schon auch um die 30. Also 2 Jahre, 2,5 Jahre. Also der Mai in 2 Jahren, dann bin ich auch schon 30. Dann bin ich auch schon alt. Ich hoffe, das war alles jetzt, was er haben wollte. Nee, Holzbretter. Genau, und die Nägel. Nägel machen wir bei ihm.
Aber bis ich richtig alt bin, das dauert noch. Ach, den könnten wir auch schon machen. Ich Jungspunte. So, dann packen wir mal die Nägel wieder hier rein. Wo haben wir die Nägel? Da unten. Wer hatte mich sonst immer Jungspund genannt? Da gab es auch noch jemanden, der mich immer Jungspund nannte. So, was war... Na komm, wir packen erstmal alles andere wieder hier rein. So. Ach, hier ist der Schrott. Ja, stimmt. Hel ist um die 70. Sie hält sich, sie sieht nur jung aus. In Wahrheit, sie ist älter als wir alle zusammen. Und sie war auch live dabei, als das Feuer entdeckt wurde. Hat sie mir selber gesagt. Ja, dann glaube ich, dass das dich schafft. So. Live beim Feuer dabei zu sein, ey. Ich wünschte, ich wäre auch dabei gewesen. Ja, ich hätte das auch gerne gesehen. Wie die dann alle gerufen haben, so, ui, feu, feu, ey. Dann so irgendwie alle so am Brüllen, Dröhnen. Was auch immer. Hätte ich auch gerne live gesehen, ja. So, was haben wir noch? Was wir nicht gerade hier brauchen. Mein Inventar. Ah, Bücher, genau. So, wo waren eigentlich die anderen Bücher? Ich glaube, ich suche die mal außerhalb des Streams, wo ich die anderen habe. Bei der ganzen Reihe da. Ich pack da irgendwie noch eins. Von der Erde runterspringen ins All, die Träume wurden mir genommen. Arme Hel. So. Wenigstens das Zimmer kriegt ich jetzt auch nochmal ein Bett. So kann ich nicht. Achso, weil ich zu nah war. Wohl, warte mal. Komm, wieso ist das Ding jetzt wieder da oben? Ich glaube, so ist besser. Ich muss noch schauen, wie ich das vielleicht... Mit was für Sachen ich das hier dann dekoriere. Ich mache erstmal hier so oder so erstmal eine Fackel hin, damit ich überhaupt erstmal was sehe, wenn ich hier rumlaufe. Ich habe noch anderes Holz bei mir, da sehe ich gerade. Das muss ja auch noch weg. So. Keine Ahnung, wo ich das Teer her hatte, aber wo hatte ich jetzt Erde gehabt? Irgendwo hier, glaube ich. Hier ist alles leer, 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 leer. Hä? Komm, ich pack das einfach hier rein erstmal. Und sortiere das irgendwann anders mal. Nein. So. Willkommen zurück. So, was hat er sonst hier? Den brauchen wir nicht. Betten hatten wir. Tische. Warum eigentlich Stein?
polierter Holzbanketttisch. Du kannst gerne zocken, Hill. Ich mach noch ein Weilchen. Du kannst, während du am Stream bist, bin ich ja auch immer nebenbei am Zocken. Du musst nicht unbedingt hier jetzt dabei sein, so, wenn du nicht genug Bildschirme hast, dafür sage ich jetzt mal. Ich würde schon die polierten Dinger hier haben. Ich werde noch ein Weilchen streamen, also mal gucken, wann ich müde bin oder wann ich fertig bin. Ich muss ja noch auch einiges für YouTube auch vorproduzieren, so für die Zeit, wo ich nicht da bin. Also wenn du zocken willst, kannst du gerne... Ja, kannst du gerne machen, ist kein Problem. Also ich werde dir da definitiv nicht böse sein. Ich kann verstehen, wenn... ein harter Arbeitstag war, dass man dann einfach nur ausschalten will, abschalten. So, ich bin jetzt kurz am Überlegen, wie wir das hier gestalten werden. So, vielleicht Badezimmer machen wir später. Dusche. Ich würde mit Beleuchtung anfangen. Da brauchen wir Glühwürmchen. Am Wochenende spielst du Risen durch. Okay, alles klar. So, viel Spaß da auf jeden Fall, Risen. Bei mir wird das noch ein Weilchen dauern, bis ich damit mal anfange. Sollen wir damit unten machen oder sollen wir... die Dinge einfach machen. Holzscheite, Glühwürmchen, Pflanzenfaser. Für die Wandlampen. So, da haben wir die Holzscheite. Ich nehme wieder so einen Stapel mit. Wo hatten wir die Pflanzenfasern oder die Glühwürmchen? Hier hatten wir Pflanzenfasern. Da nehmen wir auch mal so einen Stapel mit. Warte mal, und dann müssen die... Nee, hier sind... Okay, hier sind keine. Ich glaube, ich muss die Kisten wirklich mal anfangen zu diesen blauen Dingern dazu machen, zu diesen Miasma-Dingern, Miasma-Truhen. Ah, okay, also Risen schaffe ich sogar noch vor dir. Bist du dir sicher, dass ich vor dir noch Risen schaffe? Weißt du, wann ich mit Risen anfangen wollte? Ich wollte mit Risen anfangen, nachdem ich mir mit Götterdämmerung und Arcane ja das Herz gebrochen habe, ja? Damit ich wieder auf was Positives wieder aufbauen kann. Nachdem ich so einen Down hatte. Nach Arcane und Götterdämmerung werde ich aber auch wieder eine Therapie brauchen. So, ich weiß jetzt... Ah, da sind sie. Da sind sie. Ich habe zu wenig Glühwürmchen. Also, ich glaube nicht, dass ich das sogar vor dir schaffen werde. Ich finde schön, dass sie jetzt alle gleichzeitig geschrieben haben. Wie kann ich nur und so... ich sag mal so, also um das irgendwie zu erklären, ich habe sie selber nicht gekauft, also ich habe sie mir nicht selber gekauft, obwohl Götterdämmerung war bei Gothic 3, 2 und 1 in so einem Bundle mit drin, also da kann ich nicht sagen, habe ich mir nicht selber gekauft, aber Arcania wurde mir gekauft und
Ich sag so, ich wollte mal einfach wissen, was haben die da oder wie haben die das verkackt? Wie das überhaupt zustande kam und so. Ich will den Schmerz, den die ganzen harten Fans da hatten, weil die hatten damals wirklich darauf gewartet, so, weil die gedacht hatten, das wäre ein gutes Spiel, bevor die das überhaupt spielen konnten. Und ich wollte einfach selber wissen, wie das Gefühl war für die. Die Frage ist nur, werde ich die beiden Dinger da? Ich glaube, das wird auch bei mir eher ein, so ähnlich wie Freddy das gemacht hat. Kein Let's Play, sondern Let's Hate bei mir. Nachdem ich nach und nach immer mehr und mehr hier mein Herz da zerrissen wurde und so. Ich glaube, ich brauche mehr Glühwürmchen. Einiges mehr. Als Folterstream. Ich weiß, wie viele Leute das so sehen werden. Also werden das nicht gut finden oder sowas. Das viele. Ich versuche aber auch Arcania oder Götterdämmerung nicht als genau Let's Hate, genau als Let's Hate sehen. Also, wie ich. Achso, Let's Hate darf ich es nicht nennen, Freddy? Warum nicht? Hast du Copyright drauf? Ich bin da kurz aber am Überlegen, wie viele Dings ich hier mache. Ja, ich will auf jeden Fall sehen, was hat Jawoot oder Jawoot oder wie man die auch immer ausspricht. Ich weiß es immer noch nicht. Was die da verbockt haben. Ich will mir das ansehen. Ich will den Schmerz da. Vielleicht bin ich auch ein bisschen masochistisch veranlagt. Kann auch sein. Aber ich will mir den Schmerz, ich will den Leid mir antun. Denn ich sag mal so, Götterdämmerung und Arcania, so wie das DLC, was Arcania hat, ich werde das nur ein einziges Mal in meinem Leben spielen und dann nie wieder. Das ist versprochen. Das ist versprochen. Ich werde es danach nie wieder anfassen. So, ich warte jetzt aber gerade irgendwie, bis es dunkel ist, damit ich hier die Glühwürmchen einsammeln kann, suchen kann. Weil wir brauchen einiges, damit wir mehr von diesen Lampen hier machen können. Oder ich mache jetzt noch einmal einen kurzen Break, weil ich merke gerade, der Energy von Pochen drückt schon auf die Blase. Dann bin ich auch gleich wieder da. Ich mache dann eine Pause.